Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Need for Speed Underground 2 Part. Ja, wir werden... Ich bin so erleichtert, dass wir das Spiel im Übrigen wieder spielen können. Beziehungsweise, ihr habt davon ja auch nichts mitbekommen. Ich weiß nicht, was da mit meinem Computer los war. Allerdings, Pro Street stürzt die ganze Zeit ab. Und, was auch nie davor gemacht hat. Und Underground 2 wollte sich gar nicht erst öffnen lassen. Hat bei 20 Versuchen jetzt endlich einmal funktioniert. Darf eben nie aufgeben, aber zuerst spielen wir hier jetzt mal ein Track-Event. Wir haben ja in der letzten Folge den RX-8 freigeschaltet. Ich überlege, ob wir uns den kaufen sollen. Allerdings, ich denke, dass wir dann im Laufe des Spiels wahrscheinlich nicht mehr genug Geld haben für einen Skyline oder einen Evo oder was wir da noch alles frei bekommen am Ende. Oder den RX-7 sogar, auf den habe ich richtig Bock. Den haben wir uns ja auch im Postgut geholt. Und der ist hier in dem Spiel mit den ganzen Tuning-Möglichkeiten, was wir hier haben, ist ja natürlich eine richtige Granate. Deswegen wäre es schon geil, wenn wir mit dem noch spielen könnten. Ich weiß leider nur nicht, wann wir den frei bekommen. Vielleicht muss man da auch Spezialsachen erledigen, weil ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich den mal frei hatte in den 5-mal durchspielen. Ich weiß es nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht irre ich mich einfach. Auf jeden Fall in der Liste der Autos ist er, also in der K-Liste ist er dabei. Hier ist kein verstecktes Event. Da waren auch, manchmal sind da versteckte Events an dieser Stelle. Ah, sind wir ein bisschen zu weit gefahren. 18.000 Dollar haben wir. Oder was auch immer. Währung ist ja immer noch unbekannt. Ja, hier ist es schon. Und da ist auch noch ein bisschen Gratisgeld. Hoppla, das tat weh. Da wäre die Achse gebrochen. Legen wir los. Ist natürlich auch wieder ein... Ich hoffe, dass der Eclipse stark genug ist dafür. Wir hatten ja schon ein paar Events gespielt, wo er die Leistung nicht hatte dafür. Ist auch ein 350 Set dabei, der extrem krass in dem Spiel ist. Ist das letzte Auto, was man frei bekommt. Ah, das war viel zu früh geschaltet. Jetzt aber perfekt Shift. Muss aufpassen. Wechsel da mal. Ah, scheiße, ich fährt der andere davor. Jetzt aber. Mal gucken, vielleicht haben wir noch ein Tuning-Teil frei, was ich noch nicht dran gemacht habe. Komm, ich muss gleich schalten. Ah, da haben wir's. Da vielleicht schon ein bisschen Nitro bei dem Honda RXX gammeln. Dann jetzt vorbeiziehen. Mann, den müssen wir haben. Legt mich doch am Arsch. Freunde. Da sind wir mal richtig geboren worden. Versuchen wir es wieder. Perfekter Start. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Zumindest mal nicht in unseren Folgen hier. So viele Tricks haben wir ja noch gar nicht gespielt. Der RSX war der, wo er am schnellsten war. Da versuche ich jetzt gleich auch wieder da auf die Seite zu wechseln, dass wir den möglichst aus dem Fett... Oh, jetzt kommt der Ford Focus. Da ist der 350 Set. Müssen wir aufpassen. Jetzt aber. Und jetzt gehen wir dran vorbei. Gleich ballern wir das Nitro. Ich warte noch einen Moment. Ah, Mann. Nicht dran. Nein, geh weg. Jetzt aber. Da müsste so langsam... Oh fuck, Motorschaden, wenn wir so weitermachen. Winner! Jawohl, gewonnen! Geht doch, Freunde, da hätten wir fast einen Motorschaden eben bekommen. Ich werde heute auch versuchen, an diesem Tag mehrere Folgen zu drehen, weil es ist echt schwierig, irgendwie das Spiel zu starten. Ich weiß echt nicht, was da los ist. Schreibt es in den Kommentar, wenn ihr selbst noch Underground 2 spielt, ob da irgendwie bei euch auch seit geraumer Zeit irgendwas nicht mehr richtig geht. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, was heute mit den Spielen los ist. Ich habe es, wie gesagt, genau, also bei Pro Speed kann ich auch noch gerade erzählen, was spielen wir denn als nächstes. Ich denke mal den, ja, der ist schön in der Nähe. Bei Pro Street, das Spiel habe ich extra installiert. Ich hatte da, wollte den Weiter-Button-Problem haben wir ja schon seit geraumer Zeit. Ich habe da eine Lösung gefunden, allerdings, ich finde das bei den Einstellungen nicht und habe da von jemandem gehört, ja, spiel das mal auf Windows Vista im Kompatibilitätsmodus oder wie auch immer. Ja, gesagt, getan. Doch leider ist das Spiel dann gestartet und ist jedes Mal abgestürzt wegen Punkbuster oder wie auch immer das Programm heißt. Das auch noch nie davor gehört habe. Hab das dann aktualisiert natürlich. Hab mir alles neu gedownloadet, neu installiert. Aber das Spiel will immer noch nicht. Es stürzt nach 2 Minuten stürzt es ab. Das ist sehr schade. Weil ich hatte da im Prinzip der Weiterbutton-Problem war ja nicht so schlimm, obwohl wir die 10 Siege da ja nicht einfahren konnten. Aufgrund dessen, also die 10
Streckenrekorde. Aufgrund dessen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, da ist die Kurve. Im Übrigen, das geht auch, wenn man das Pro-Speed soll auch funktionieren, wenn man es als Einkern spielt. Ich glaube, ich habe einen Zweikern-Prozessor. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht so der PC-Profi. Ich habe, wie gesagt, ihr wisst das ja, immer auf Konsolen gespielt, eigentlich immer. Und habe dann gedacht, für ein paar Videos, ja, kaufe ich mir mal hier die ganzen alten Klassikspiele auf der PlayStation 2. Soll ja ganz easy sein, läuft ja bestimmt. So war es eben nicht. Ob das Problem hatte ich auf der PlayStation nie, da ist jedes Spiel immer gegangen, was man reingeschoben hat. Deswegen bin ich ein bisschen kontra PC, die Einstellung so. Muss da eh mal später nachrüsten, obwohl es bei meinem PC, der ist ja auch noch relativ gut. Wann habe ich den gekauft? 2013 oder was auch immer. Oder 2012, der ist auf jeden Fall noch relativ frisch. Der war auch damals teuer, 1000 Euro. Deswegen denke ich, sollte er schon die Sachen hinbekommen. Kommt auch, ich kann alles spielen, außer da gibt es noch ein Problem, Need for Speed Shift. Das ruckelt wie scheiße, aber das ist auch so ein Problem von dem Spiel, also ich weiß auch nicht, was da los ist. Auf jeden Fall sehr schade. Ich werde mir die Tage auch noch Need for Speed Most Wanted zulegen. Mal gucken, was wir da dann so machen. Was heißt die Tage? Wenn wir hier mal ein Projekt beendet irgendwann haben, wird das dann folgen. Ein Event spielen wir noch. Und zwar könnten wir ein Street X spielen. Haben wir da überhaupt Chancen? Müssen wir ganz weit. Ah, das hier ist doch relativ in der Nähe. Müssen wir einfach nur umdrehen. Meine Fresse, Freunde, war ich eben erleichtert. Ich hätte schon gedacht, ich hätte das Spiel aus Versehen gelöscht. Ich habe da ein bisschen auf meinem PC mal aufgeräumt. Und da wollte ich das Spiel starten. Eigentlich ist ja eine Pursuit-Folge, sollte eigentlich heute kommen. Allerdings, es wollte eben nicht. Ich hatte die Folge aufgenommen. Da fehlt eben nur noch der Schlussteil. Da war der Weiter-Button wieder hängen geblieben und dann wollte das Spiel nicht mehr. Folge war auch eigentlich gut. Da habe ich noch die Supra ausprobiert mit dem neuen Antriebsstrang. Geht auf jeden Fall sehr steil die Kiste. Aber leider irgendwie wollte das Spiel dann eben nicht. Ich finde es, wie gesagt, beschissen. Da ist auch noch so ein Infoteil. Sammeln wir gerade ein. Oh, ohne die Wand zu berühren. Sehr schön. 20.000 haben wir genau. Das spielen wir auf jeden Fall noch. Vielleicht bekommen wir dann auch mal ein URL wieder frei. Weil wir sind ja eigentlich weiter als das Spiel. Also wir haben noch die Teile, die sind manche noch Stufe 1 oder 2, aber wir haben so gut wie jede Welt frei. Das finde ich auch ein bisschen eigenartig. Oder der Evo davon fährt auch natürlich wieder weg. Der Pontiac GTO, den bekommen wir auch erst ziemlich am Ende. Was soll denn das? Ende frei, hat er uns schön mal weggerammt. Ja, die sind eben ein bisschen minder bemittelt, minderwertig. Haben wir die auch. Sind 4 Runden wieder, wie jedes Street X. Oh, das war auch schön. Da bricht er nur ein bisschen aus. Ist aber gut. Oh, der Evo da, der... Wir haben hier kein Nitro. Das ist das größte Problem bei den Street X. Ja, mach langsam. Ganz ruhig, Brauner. Ah, jetzt ist aber Platz 3 der Evo. Hab da ein bisschen drauf geachtet, auf der Karte. Muss ich mich auf jeden Fall konzentrieren. 2 Sekunden Vorsprung ist bei diesem Street X leider nicht so viel. Gibt der Street X, da ist das... das halbe Event im Prinzip schon. Aber so ist das eben schwierig. Überall Burger King Werbung im Spiel. Kann man auch mal unterstützen. Wo ich mit Burger King, kann man auch noch gerade zu sprechen, habe ich eigentlich auch schlechtere Erfahrungen gemacht bei uns. Die Mitarbeiter sind sehr unfähig. Mehr möchte ich aber auch dazu mich nicht äußern. Ist auch egal. Schreibst du in die Kommentare. McDonald's oder Burger King, der Klassiker oder doch lieber KFC? Hat er ein bisschen früh geschaltet, also ich glaube, echt hätte man das so nicht hinbekommen. In der Kurve, das so schnell zu machen. Naja, wenn man es drauf hat, ist die letzte Runde schon. Oder es geht ja immer schnell. Sind ja auch nur, geh weg. Sind ja auch nur, ja, 1 Minute 47 genau. Da war der Pontiac aber ganz knapp hinter uns. Das hätte können anders ausgehen. Ich denke, eine Welt spielen wir noch. Da haben wir jetzt auch neues. Dein Turbo. Turbo. Dann bauen wir uns mal den Turbo-Lader dran.
Wo ist denn hier ein Performance-Shop? Der nächste ist hier. Das ist ein bisschen zu fahren, aber das nehmen wir auf uns für den neuen Turbo. Turbolader ist ja auch sehr wichtig in dem Spiel eigentlich. Ich habe mal auch irgendwie überlegt, dass wir zum Ende hin vielleicht die Toyota Supra, was wir hier noch haben, tunen. Weil ich habe irgendwie richtig Bock auf die Kiste. Ich finde, das ist ja auch mein Lieblingsauto. Ist irgendwie klar, weil so gut wie jedes Auto Toyota Supra. Deswegen, weil ich habe wieder, ihr habt ja auf der Instagram-Seite gesehen, da habe ich so einen kleinen Leistungsprüfstand auf der PlayStation 2 mit der Supra hochgeladen. Da habe ich wieder gemerkt, wie geil das Spiel ist. Also, ich hatte einfach mal wieder richtig Bock drauf. Das Schöne an den PlayStation-Spielen ist ja, dass man die noch zusammen konnte spielen. Das macht eben Splitscreen, ist das Spiel unübertreffbar. Großen Spaß, da müssen wir reinfahren. Ah, das ist ja nur, obwohl Stufe 3 Teile haben wir ja nicht. Megalove Sparks, die haben nur bis Stufe 2 die Teile. Ist ja eh geil. Gehen wir mal beim Megalove Sparks rein. Ich spreche das bestimmt falsch aus, ist aber egal. To rule the streets, you need some spool up some extra power by installing a turbo kit. Ja, jetzt sieht das natürlich ordentlich aus. Gerade 18.000 haben wir noch. Gehen wir mal zum Dino, zum Leistungsprüfstand. Hauen wir mal rein, gucken mal, was die Kiste so drauf hat. Mach mal einen Track Mod. Sollen der Scheiß Leistungskurve hat nach oben zu gehen. 243 kW ist ein bisschen erbärmlich, muss ich wirklich zugeben, aber es ist ganz okay. Also von den Teilen, was wir hier voll hatten, ist in etwa dasselbe, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Gehen wir einfach hier wieder raus. Das sind Performance Teilen hier auch, klar. Und jetzt fahren wir noch ein kleines Event. Ah, jetzt schiebt er auch bis 25 PSI. Das hat er jetzt zwei Maler tot. Freunde. Und neues URL ist da, das werden wir in der nächsten Folge spielen. Jetzt werden wir uns zuerst mal, wo ist denn hier noch ein Sprint? Ja, dem Sprint hier widmen. Das wird das letzte Event sein in dieser Folge. Fuck, bisschen da rangekommen. Das ist natürlich schlecht. Mal gucken, was damit fährt. Ich hoffe, dass wir in dem URL, was wir dann nächste Folge spielen, vielleicht mal einen Evo oder einen RX. Oh, da ist noch ein geschenktes Geld. Oder einen RX-7 frei bekommen. Ich hätte eben Bock drauf. Oder vielleicht die neue Welt mit dem Skyline. Wäre auch Amok. Da liegt wieder Geld. $200 bekommen wir hier geschenkt. Ich sag einfach mal Dollar, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt. Ja, die Teile werden teurer und wir bekommen auch mehr bei den Events. Was ist denn da neben uns? Ein Honda RSX, das ist der Integra-Nachfolger. Den hatten wir eben auch, glaube ich, bei dem Trackrennen, wo wir den Unfall gebaut hatten. Ja, fahren die Wand. Das ist ein Aufpass, der hat, glaube ich, oder auch nicht, bessere Teile dran, wollte ich gerade sagen. Der ist uns gerade schön, mal kurz. Habt ihr ja einen ganz schönen Leistungssturz da. Oh, da ist ein bisschen eng. Ah ja, fahren wir den mal hinten drauf. Warum auch nicht? Da oben ist ein schönes Flugzeug. Auch sehr schön animiert. Ich erwarte im Übrigen auch sehr viel von dem neuen Need for Speed. Ich hoffe, dass die hier an diese Teile heranknüpfen können. Es gibt eben für mich immer noch kein besseres Spiel als Need for Speed Underground 2, muss man wirklich sagen. Underground 1 wird auch noch auf dem Kanal kommen. Da gibt es aber auch einen kleinen Fehler, wie jedes PC-Spiel so hat, was ich mir eigentlich auch nicht erklären kann. Ohne Fraps läuft es. Der Start, ne? Wenn man dann da in dem Moment aufnimmt, wo die Karriere startet, stürzt es immer ab. Ich weiß echt nicht, woran es liegt. Da wollte ich nämlich schon mal mit der Serie anfangen. Ich werde mich da auch mal die Tage drum kümmern. Und dann werde ich da mal gucken, dass wir da vielleicht auch mal anfangen. War ja eigentlich unlogisch, dass wir mit der mit dem zweiten Part hier, mit dem zweiten Underground-Teil angefangen haben. Dann noch, ja. Die anderen fahren die Abkürzung auch, also deswegen bringt uns jetzt nichts ein. Haben wir hier noch den, was war denn das? Den Cadillac Escalade. Sah mal so aus, der Geländewagen. Ja, komm, es ist gut. Freunde, das war doch cool.
der RXX vorne uns. BR vorne uns. Sehr schön. Jetzt werden wir nur Zweiter. Ich drehe hier gleich wieder durch. Danke, Mustang, du Hurensohn. Entschuldigung. Doch, da haben wir einen. Finish second. Zweiter. Freunde. Ich drehe hier durch. 0,3 Millisekunden. Ja. An dieser Stelle, danke fürs Zusehen. Lasst doch ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Ja, schau bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.